Ja, moin Leute. Danke wieder fürs Einschalten. Ein neues Video. Heute geht es nicht wie geplant an den seitlichen Kennzeichenhalter, sondern wir werden uns heute den Blinkern hinten widmen. Diese riesen fetten Blinker müssen auf jeden Fall verschwinden. Und da gehen wir jetzt heute dran. Der Kennzeichenhalter, der musste quasi nochmal zurückgeschickt werden. Der war falsch. Und ja. Jetzt geht's zu den Blinkern. Ich habe ein Paket bekommen, habe es gerade schon geöffnet und zeige euch mal, was drin ist. Jo, wir haben hier ein Paket von der Firma Heinz Bikes. Ich muss auch erwähnen, dass das Werbung an dieser Stelle ist. Und sieht auf jeden Fall schon mal mega gut verpackt aus, das Ganze. Leider hat der Lieferant hier wieder ziemlich wild das Paket hier hinterlassen, aber ja, ist anscheinend nichts beschädigt und es ist alles drin. Ja, und das hier machen wir jetzt mal zusammen auf. Wow, das sieht auf jeden Fall mega geil aus. Und die kommen jetzt direkt mal hinten dran. So, und diese Dinger, diese fetten Balken hier, die verschwinden. Das sind zwar auch 3-in-1 Blinker, was schon ganz cool ist, aber im Vergleich zu denen hier wird das Ganze auf jeden Fall von der Optik ganz, ganz wild werden. Also ganz, ganz anders. Ja, bevor es jetzt aber losgeht, zische ich mir hier ein kleines Bierchen und nicht zu vergessen, Schlüsselwerk unterstützt uns bei dem Video. Also, wenn ihr so ein Teil haben wollt mit Phil, könnt ihr auf jeden Fall noch mal ein bisschen sparen. Den Rabattcode packe ich euch unten in die Videobeschreibung rein. Also, viel Spaß beim Supporten und ja, ich gönne mir jetzt ein Bierchen. Übrigens, das ist der beste Bieröffner, den es so gibt. Guck mal. Let's go zum Video. Fuck. So, dann fangen wir erstmal hier an mit dem Sitz. Grüße gehen raus auf jeden Fall an meinen Kumpel Phil. Der hat eine Sportster, bei dem habe ich mal die Blinker dran gebaut. Und normalerweise, wenn das so ist wie bei ihm, dann müsste das alles sehr gut passen. Das war quasi Plug and Play. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Also hier sieht auf jeden Fall schon mal so aus, als wurde hier was verändert. Ich werde jetzt gleich mal gucken, was hier abgeht, ey. Ganz schön dreckig hier die Bude. Können wir mal sauber machen hier das Ganze. Guck mal, hier ist auch schon wieder ein bisschen Rost. Hier auch, da auch. Mann, 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 ey. Also, Qualität ist anders, Leute. Das, für mich geht sowas gar nicht, ey. Da kommt ja normal nichts dran, ne? Okay, ja, ich würde sagen, nicht aufregen, weiter geht's. Jetzt werde ich erstmal hier die Trümmer wegschrauben. Hier die Schrauben lösen. Zack, zack. Und dann die Kabel mal hinten rausziehen. Ist ja schon wieder arschkalt geworden.
Ja, ich wollte noch mal ein paar Sachen zu der Karre hier erzählen. Also ich habe die Karre gekauft von einer Anwältin. Die war, ich würde sagen, über 50. Und ja, das Bike ist von 2016, hat jetzt 30.000 Kilometer gelaufen. Boah, ich habe wieder Schluck auf. Heute gab es wieder eine fette Pizza. Schön scharf mit Feta. Aber lass uns nicht über Essen reden, sonst habe ich gleich noch Hunger. Weil Bier macht Hunger, ist doch klar, oder? So. Das ist der Nummer 1 hier. Den lasse ich jetzt einfach mal hier so hängen. Und jetzt machen wir die andere Seite ab. Komm mal mit. So. Ja, wo war ich dran? Also die Karre, ja, Pflegezustand war eigentlich ganz gut. Hier und da ein paar Kratzer, aber nichts Wildes. Natürlich so Sachen wie hier diese kleinen Kratzer, das war ja unter dem Gepäckträger. Da hat sich auch relativ viel Sand und Schmock gesammelt. Ja, das ist natürlich nicht so geil. Gut, das Bike ist jetzt 8 Jahre alt. Da kann das schon mal vorkommen. Oder ja, 7 Jahre, ne? Ja, und so an sich, ich habe mich halt für das Bike entschieden, weil es halt den 103er Motor hat. Es gab auch ja, 97 Kubik Bikes, halt super viel zur Auswahl, aber ich wollte wirklich unbedingt den 103er, weil ich einfach Hubraum haben wollte und weil ich aktuell finde, dass der 103er bzw. 110er Motor der beste Motor von den Big Twins ist, die es jetzt aktuell gibt. Gegen den Evolution Motor habe ich mich entschieden, weil ich einfach ganz oft gehört habe, dass viele da immer noch viele Probleme mit haben. Und ich will das als Hauptbike haben quasi, wo ich immer mit fahren kann. Und ja, das deswegen, das sind die beiden Kabel hier. Ja, und deswegen habe ich auch quasi mich für das Bike dann entschieden. So, die muss ich jetzt mal ausstecken hier, die beiden Kameraden. Gucken, welche Seite das hier war. Hier der Kabelbinder, der muss auf jeden Fall wahrscheinlich ab. Ja, da bewegt sich auf jeden Fall schon mal was, das ist schon mal gut. Hier der Kabelbinder, den muss ich jetzt mal wegpitchen. Also ich habe mich jetzt gerade entschieden dazu, den Fender komplett runterzuschrauben, einfach weil es viel schneller geht. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Ja, die Schrauben habe ich jetzt alle gelöst. Jetzt suche ich gerade mal eben noch was, was ich hier oben drauf legen kann, damit ich da am Fender nicht noch mehr Kratzer später drin habe, als jetzt schon ist. Weil die Kratzer kann man vielleicht noch rauspolieren, aber alles andere muss ja nicht sein. So, wo muss ich jetzt hier wegpitchen? Da vorne, hier den Kabelbinder, der stört hier. Alter, hab ich Bock, wenn das fertig ist, wie das aussieht, ne? Ich hab da so Bock drauf. Es ist krass, wenn die Dinger hier weg sind. Guck mal, wie das dann aussieht. Ganz anders. Das wird krass. Das wird auf jeden Fall richtig gut aussehen. Nächste Woche kann ich wieder den Fender abbauen, weil nächste Woche kriege ich wahrscheinlich dann meinen seitlichen Kennzeichenhalter. So. Numero uno. So, das beschrifte ich mir kurz. Ihr merkt euch das, ja? Schwarze Klebeband heißt rechter Blinker. So, so sieht das Teil jetzt ohne Heckfender aus. Ich habe das andere Kabel jetzt auch nochmal weggesteckt. Ach, abgesteckt, so, jetzt habe ich es. So, und jetzt müsst ihr euch vorstellen,
Ich habe vor, die Flex hier anzusetzen, einmal hier abzuschneiden, das Ganze dann rund zu machen und dann quasi den Heckfender wieder hier reinzusetzen. Also so, dass es dann relativ kurz ist. Und da könnt ihr jetzt auf jeden Fall mal hier in die Kommentare reinhauen, ob ihr das für eine gute Idee haltet oder ob ihr das so lang lassen würdet, wie es jetzt aktuell ist. Also so ohne sieht es auf jeden Fall schon mal krank aus. Ich guck mal, ob ihr das Bike hier nochmal komplett drauf bekommt. Es ist einfach mega eng hier in der Werkstatt. Wird sich aber hoffentlich demnächst ändern, wenn ich umziehe. Auf jeden Fall besser. So, ich habe mich dafür entschieden, das Ganze zu löten. Also ich habe den Blinker jetzt einfach abgeschnitten an dem Kabel und habe quasi jetzt hier auf der anderen Seite ist der Stecker. Aber auf jeden Fall, werde ich das Ganze jetzt dran löten und da zeige ich euch mal, wie ich das immer so mache. Könnt ihr mal reinschreiben, wie ihr das machen würdet. Ich habe hier so eine ganz normale Standardzange. Guck mal, ja, jetzt sieht man das, okay. So sieht es dann aus. Gleich kommt hier noch Schrumpfschlauch drüber und dann können wir die beiden Kabel zusammenlöten. Oder die vier. Bisschen WD-40 wäre auch nicht schlecht, ey. Das Ding ist hier richtig, ja, weil das nass geworden ist. Ein bisschen festgebacken. So, besser ist das. Dass das Ding funktioniert hier. Zack. Es gibt auch so geilere Abziehsachen, ne? Aber ich finde, damit geht das ganz gut so. So, jetzt haben wir die hier fertig. Hier ist der Blinker. So, jetzt müssen wir eigentlich erstmal an der Batterie testen, wie die Farben hier sind. Oder in der Beschreibung lesen. Ich glaube, wir nehmen die Batterie. Geht schneller. So. Ich werde das Ganze jetzt mal hier dran halten. Ja, schwarz wird wahrscheinlich Erde sein. Was ist der braune hier? Blinker. Und was ist der gelbe? Jo, jetzt nur herauszufinden, wenn braun der Blinker ist, dann ist rot. Rot oder gelb ist auf jeden Fall dann Bremslicht. Wahrscheinlich spielt es dann keine Rolle, was das Bremslicht ist. Aber natürlich hier bei dem Stecker spielt das schon eine Rolle. Da müssen wir jetzt mal gucken. So, hier geht's weiter. Das ist jetzt der alte Blinker. Ich isoliere jetzt gerade hier die Sachen nochmal schnell ab. Das muss auch nicht schön sein, aber selten. Zack. So, ich habe jetzt gerade hier nochmal den alten Blinker abisoliert. Warum habe ich das gemacht? Einfach damit ich hier quasi auch den Blinker quasi nochmal hier an die Batterie halten kann. Und wenn ich das dran halte, dann sehe ich ja, wie die Farbgebung ist, wie der alte Blinker quasi angeschlossen war. Schreibt mir das kurz auf. Und dann brauche ich das hier am Motorrad nicht machen. Das könnte ich jetzt auch machen, den Stecker dran machen und dann einfach nachmessen. Aber ich habe keinen Bock, dass das Ding eine Fehlermeldung bekommt. Deswegen denke ich mal, ist es so auf jeden Fall ja, die bessere Variante. So, ich habe das jetzt gerade mal hier schnell aufgeschrieben. Originalblinker und die normalen, also oberen sind dann die Heinz Bikes Blinker. Ich guck mal, ob ich das euch nochmal vernünftig hier reinpacken kann. Wenn ich es schaffe, mache ich das. Ansonsten müsst ihr damit arbeiten. Ist ja eigentlich relativ verständlich. So, meine schlaue Liste. Und jetzt habe ich meinen super geilen, teuren Lötkolben hier. Vom Obi, glaube ich. Ich glaube 6 Euro kostet der. Habe ich jetzt hier mal gerade eingesteckt. Und jetzt löte ich die Sache da gerade mal zusammen. Aber natürlich nicht fehlen darf, ist hier so ein Silber-Elektronik-Lot.
Ja, und was wir hier noch haben, ist so ein Schrumpfschlauch. Den ziehen wir dann später drüber. Findet ihr auch bei Amazon oder eBay. Dann kann ich euch auch mal in die Beschreibung reinpacken. Also ihr könnt das auf jeden Fall auch mit den vorgegebenen Sachen machen hier von Heinz Bikes. Da sind so Klemmen dabei. Ich feiere das nicht so. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Wahrscheinlich geht es sogar mit dem Klemmen geht's wahrscheinlich sogar noch schneller. Ich habe den gerade schon mal ein bisschen ausgesteckt hier, weil der schon zu heiß wurde. Es gibt auch so temperaturabhängige, die kann man dann besser einstellen. Der da nicht, aber ja. Ich habe den jetzt kurz ausgesteckt und jetzt ist er wieder heiß. Am besten macht ihr mal hier vorher ein bisschen drauf, sodass es schon silber ist. Und dann kurz drunter. So sollte das Ganze dann aussehen. Wenn ihr die Kabel auch immer ein bisschen versetzt ablenkt, dann wird das Ganze auch nicht so dick. Kann ich auf jeden Fall euch nur empfehlen, dass ihr das so macht. Und immer ein Stück vorher hier vorne abschneiden. Dann habt ihr noch ein bisschen mehr Platz. Ah, jetzt hätte ich fast wieder den Schrumpfschlauch vergessen, ey. Das passiert mir ständig. Wenn man die einmal falsch verzwirbelt hat, danach ist es immer kacke, aber wenn das beim ersten Mal direkt klappt, dann ist das eigentlich eine richtig schnelle Sache. Jo, ich habe das Ganze jetzt wieder alles eingesteckt, also die drei Kabel hier eingesteckt, zusammengelötet war es ja jetzt gerade vorher schon. Und jetzt kann ich das Teil wieder einbauen. Die Kabel müssen natürlich hier in die Seiten wieder reingepackt werden, das sieht man jetzt schlecht, da genau wo mein Finger ist. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt mal. Jo, mir fehlt gerade so ein bisschen die zweite Hand, aber ja, dafür, dass ich jetzt nächste Woche wieder hier abschraube, war das doch ein bisschen viel Arbeit. Aber jetzt mache ich noch hier den Kabelbinder wieder dran und dann sollte das Ding fertig sein. Ich wollte euch das gerade nochmal zeigen. Also ich habe das jetzt quasi hier abgeschnitten an dem Blech, genau hier hinter. Dann habe ich das gedreht und dann sieht das Ganze so aus. Dann habt ihr quasi so ein kleines Stück Blech. Und die Schraube geht genau dann da rein. Also man könnte es quasi auch so machen, dass man es direkt drauf schraubt. Aber das brauche ich jetzt nicht, weil ich mache das jetzt quasi nur so fest. Und nächste Woche werde ich das dann quasi hier nochmal cutten. Da muss ich es eh hier durchbohren und drauf schrauben. Deswegen ist es jetzt so auf jeden Fall leichter. Und wenn jemand das so machen möchte, kann man das ja auch ganz gut so auch hinbekommen. Ja, was geht sonst so ab? Also morgen werden wir auf jeden Fall eine kleine Ausfahrt machen. Und deswegen bin ich auch noch heute am Schrauben so lange. Wir haben jetzt glaube ich 12:30. Ich muss morgen auch früh raus, ich muss morgen arbeiten. Aber ich mache das jetzt gerade noch fertig, so dass ich morgen dann nur noch aufs Bike kann und dann direkt los. Werden was essen gehen, irgendwo im alten Diner oder sowas und dann so eine schöne Runde drehen. So, hier seht ihr das nochmal. Hier kommt quasi dann die Schraube so da rein und die geht dann einmal durch. Das ist jetzt die einfache Variante, wie man das machen kann.
Aber wenn ich es jetzt fest verbauen würde, würde ich es auf jeden Fall eher so machen, dass ich die direkt hier drauf schraube. Dann bräuchte man eine längere Schraube. Das Kabel müsste man dann hier durchführen. Und auf der anderen Seite dann eine Unterlegscheibe. Ich finde die Blinker an sich, sehen die auch richtig gut aus. Also die fallen nicht besonders auf. Ja, die passen sich auch gut der Form an vom Fender. Deswegen habe ich gedacht, sind die auf jeden Fall eine gute Wahl. So, den Sitz noch drauf und dann haben wir es geschafft. Wunderbar. So, es war ein bisschen spät geworden heute. Aber ich finde, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Schaut euch das mal an, wie fett sieht das denn bitte aus. Alter Schwede. Richtig gut, richtig schön. So kann man auf jeden Fall jetzt erstmal rumfahren, eine Woche auf zwei. Und dann geht es ja auch schon weiter mit dem Rest vom Umbau. So, jetzt gucken wir, ob das hier auch alles funktioniert. Richtig fett. Ein langer Abend neigt sich dem Ende zu. Ich würde sagen, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also vorher, nachher ist auf jeden Fall richtig gut geworden. Und ja, und schaut euch das auf jeden Fall nochmal an. Also so sah es vorher aus, die fetten HD-Blinker und jetzt diese kleinen Heinz-Bike-Blinker. Also ich bin echt super zufrieden. Und ja, ich zeige euch das Bike auf jeden Fall morgen nochmal ganz kurz im Tageslicht. Viel Spaß bei eurem Umbau. Ihr könnt auf jeden Fall auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wo ihr gerade seid und wo ihr das Video guckt, weil mir einige geschrieben haben, ich bin gerade auf der Arbeit oder ich bin noch im Zug unterwegs. Und ja, wo guckst du das Video? Schreibt mir das mal rein, das interessiert mich echt. Und ja, ich würde sagen, bis dahin, euer Phil, ciao. Ja, meine Freunde, der Blinkerumbau ist wieder abgeschlossen. Vielen Dank wieder fürs Einschalten, hat wieder mega Bock gemacht. Beim nächsten Mal gibt es wieder ein kleines Special für euch. Wir bauen bei der V800 neue Spiegel an und ihr werdet sehen, wie wir diese Bildwellgriffe montieren. Ich würde sagen, lasst uns ein Abo da, ein Like und einen Kommentar und vielen Dank für den Support. Euer Phil, Peace und Ciao.